Leute! Wir dürfen einen ganzen Tag lang die Fragen unseres Partners nur mit einem kleinen Wort beantworten. Ja. Diese Antwort wird uns beide straight in sehr unangenehme Situationen katapultieren. Surprise! Wenn Elfen helfen. Das sind deine Wünsche, oder was? Ja. Du könntest als Pfeil in der Nacht arbeiten, ne? It's me! And me! Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella hinter der Maurices-Kamera. Was geht, Leute? Und ich habe eine Surprise für euch, aber nur, wenn ihr den Channel abonniert. Dann passiert was Cooles. Deswegen abonniert jetzt den Channel und am Ende mache ich eine kleine Surprise für euch. Neues Jahr, neues Glück, Maurice. Ich würde sagen, wir spielen heute mal einen ganzen Tag lang Ja sagen. Hast du da Bock drauf? Ja. Hast du jetzt Ja gesagt, weil du es machen musstest? Oh, Kim. Oder wirklich Bock drauf hast? Du weißt, warum ich Ja gesagt habe. Also würde ich sagen, starten wir direkt. Da ich dir jetzt 2 Minuten zum Überlegen gelassen habe und dir nichts einfällt, fange ich einfach an. Ist das in Ordnung für dich? Ja. Gut. Also Freunde, wir haben noch ganz viel über von Silvester, ganz viel Alkohol, den Kim nicht mag. Gott sei Dank ist der hier übrig geblieben. Das ist mein allerliebster Lieblingsalkohol. Warum sprichst du so komisch? Das ist das Einzige, was du magst? Nein, das mag ich überhaupt nicht. Okay, also ist für dich okay, wenn ich den weglasse und dir alles andere reinkippe? Ja. Also du hast wahrscheinlich extrem Lust drauf, dass ich dir einen leckeren Shot vorbereite, oder? Ja! Yes. Hä, aber doch kein Olivenöl, das darf man nicht trinken, Mann. Hey, man darf es doch auch ans Essen machen. Ja, aber nein, oh Maurice, ich will doch aber abnehmen. So. Hallo, das geht gar nicht. Oh, ein bisschen Wodka, uiuiui, das riecht aber stark. Ey, du tropfst alles runter, ne? Ey, bist du komplett widerlich? Willst du, dass ich komplett kotze? Das ist überhaupt nicht witzig, Mann. Okay, dann als nächstes Bacardi Ross, das magst du ja. Ross, du bist richtig Ross davon. Ross. Oh Mann, ich schwöre, Maurice übertreibt komplett deine Lage. Ey, was soll das, Mann? Ey, du machst mir richtig schlechte Laune mit so einer ekligen Kacke. Möchtest du das trinken? Ja. Das sieht doch lecker aus. Einfach nur unnormal widerlich. Ich finde, das sieht echt gut aus. Das hat nichts mehr mit was Witzigem zu tun. Möchtest du das jetzt in einen schnell runtertrinken? Ja. Peace, Leute. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und in der nächsten Folge. Okay, Kim heult gerade die ganze Zeit irgendwie rum, aber es wird bald dunkel, deswegen hier ist ein TikTok und dann geht's weiter. TikTok, okay. Okay. Maurice, hast du nicht Lust, so eine Knoblauchzehe zu essen, eine ganze? Eine ganze. Weißt du, wie das stinkt, Kim? Du findest Schärfe ja nicht so schlimm, aber ich glaube, so eine Knoblauchzehe zu essen... Du weißt, dass du selber damit sterben wirst, ne? Ich werde so stinken und das die nächsten 2 Tage. Ich werde dich die nächsten 2 Tage auch nicht küssen, Maurice. Das wird für dich ekliger als für mich, ne? Es wird richtig stinken. Ich rieche nichts. Meine Nase ist ein bisschen zu. Natürlich. Oha! Was ist das für eine große? Also, dies. Das ist eine durchschnittliche Zehe, so wie sie geerntet wird in der Knoblauchsaison. Wow. Guck mal, du kannst... Oh, ist... Und, magst du's? Schmeckt's? Kannst du mal sagen, was du fühlst, was du spürst, was du schmeckst? Boah! Das war ganz schön gebrannt. Oh mein Gott, wie kann man so nach Knoblauch? Oh, es kommt übel hoch. Willst du, brennt auch willst voll, du mich nicht spülen? Also, willst was? Du... Manu, ich kann kein Deutsch. Alles gut, beruhig dich erstmal, setz dich erstmal hin. Aus. Oh mein Gott, mir ist richtig schlecht. Ehrlich jetzt? Musst du wirklich kotzen? Nein, laber nicht. Mach die Kamera aus. Geh mal weg, Mann. Okay, das... Ich stehe nicht neben dir. Okay, das hat mir gerade irgendwie voll auf den Magen geschlagen. Ich habe gegoogelt, da steht, man sollte eigentlich jeden Tag einen kleinen Zeh essen. Das war keine kleine Zehe. Falls ihr jetzt schon abonniert habt, bekommt ihr jetzt schon die bekommt ihr jetzt die Überraschung. Surprise! Surprise! Wow, cool. Ich war, glaube ich, noch nie so froh über Corona, dass jeder zu mir 1,5 Meter Abstand halten muss und dass ich eine Maske tragen kann, ohne dass es komisch ist. Ey, stimmt. Deswegen, keiner riecht zum Glück meinen Mundgeruch, außer ich selber. Und das ist die ganze Zeit so ein richtig ekliger Knopf. Ich leide auch voll darunter. Hör mal damit wirklich. Ja, das habe ich. Ich habe dich doch vorgewarnt. Ey, achso, warte mal, ich habe noch was für dich, bevor wir in den Supermarkt gehen. Was hast du da eigentlich mitgenommen? Hier, ich habe dir noch ein paar Öhrchen mitgebracht. Ich möchte, dass du die heute trägst. Hä? Möchtest du die heute tragen? Ja. Oh nein, die waren für dich gedacht, was? Maurice. Was war das Wort eben? Ja, die waren für dich gedacht, Maurice. Kannst du mal mein Ohr da reinstecken, bitte? Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Eines schönen Tages im Eldenwald kamen die Elfen hinter den Bäumen hervor. Oh, was zeigen sie uns?
Ey, ich höre nichts. Kennst du das? Früher irgendwie, du hast deinen Eltern so gesagt, ey, können wir mal nicht wieder in Urlaub, ne? Und dann kam so deine Mom und sie hat dir so ein Glas gegeben und sie so, wenn du dein Ohr daran hältst, ja, und deine Augen schließt, dann ist es fast so, als wärst du im Urlaub. Habe ich so gemacht und dann hört man die ganze Zeit so ein Meeresrauschen, weißt du? Genau das höre ich jetzt auch. Das ist in meiner Ohrmuschel drin. Diesen Hohlraum, den du hörst, das ist das zwischen deinen Ohren, also dein nicht vorhandenes Gehirn. Diesen Hohlraum hörst du. Wie lange muss ich jetzt damit rumlaufen? Heute. Ja. Get to Gangs. Muss man die Decke vorher abmachen? Habe ich mich auch gerade gefragt. Also. Aber wir haben eh keine Decke mehr. Okay, jetzt kommt der spaßige Teil. Ey, diese Knoblauchzehe schlägt mir so auf den Magen, ne? Okay, du musst so das zerbrechen. Oh mein Gott. Sie ist nicht zerbrochen. Ich hau die da immer doch, so fett dran rein. Sie ist zerbrochen. Also ich lasse daran immer meine Aggression unnormal aus, wieso, ne? Wieso haben wir überall keine Decke mehr? Die ist nicht zerbrochen, ich hab's gesehen. Frag nicht, wie ich diese Maske über diese Ohren bekommen habe. Ey, jetzt hält sie wenigstens richtig gut. Abonniert auch übrigens meinen neuen Cosplay-Karamella-Kanal, wenn Elfen helfen. Okay, Leute, Maurice muss jetzt meine neue elfische Sprache verstehen und mir darauf antworten. Ichaldo! Ichelde icha oho! Ich bin hässlich und ich bin stolz. Fast, ne? Hast du Lust, jedes Mal, wenn du eine Flasche reintust, Goodbye My Almost Fun Flasche zu singen? Laut, stark. Goodbye, my almost fun Flasche. Das ist so emotional, ich glaube, mir kommt ein Träne. Goodbye, my almost fun Flasche. Ich liebe diesen Song. Goodbye, my almost fun Flasche. Goodbye, my almost fun Flasche. Dahinter ist auch so. Was ist? Dahinter ist ein Mitarbeiter. Dahinter? Ich muss schon voll den Knie. Genau das Goodbye, ist. Goodbye, my almost. Handdose. Handdose. Und Maurice, meine Ohren sind zwar ganz schön groß, aber ich kann trotzdem nicht so gut hören. Kannst du das noch einmal ganz laut für uns machen? Goodbye, my almost. Pfandflasche. Das hast du mega toll gemacht. Und danke für dieses 2-in-1 Konzert. Du hast aber ein süßes Ohr. Ey, es ist so unangenehm, ne? Wirklich. Aber es hält die Ohren ein wenig warm. Das ist ganz gut. Ich glaube, ich trage das jetzt immer. Das war mal wieder ein Abenteuer, Maurice. Und wir haben sogar noch richtig fett Patte gemacht. In was investieren wir das jetzt? In eine Ohren-OP. Bedeutet das, dass ich sie wieder abnehmen darf? Nein. Hä? Ja, scheiße. Ey, oh mein Gott, die Welt ist so laut. Oh mein Gott, ich glaube, ich setze sie wieder auf. Oh, das Ding hier war richtig in meiner Ohrmuschel drin, ne? Das war Okay, ey, Maurice, es ist ja Lockdown, ne? Ja. Und du hast mir ja letztens ein Kompliment gemacht, dass du meine Nägel so wunderschön findest, ne? Die haben ja so zu Silvester und everything is glittery gepasst. Und deswegen habe ich daraus gehört, dass du auch so einen kleinen Wunsch in dir drin hast, auch solche Nägel zu bekommen, oder? Ja. Die Nagelstudios haben ja leider wegen des Lockdowns geschlossen, aber ein Termin in meinem Beauty-Salon ist noch frei. Würdest du den gerne buchen? Ja. Dann werden wir jetzt erstmal die Vorbereitungen treffen und dir schöne Nägel aussuchen. Gel-Nägel, richtig schön lange. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie eklig es ist, aufzustoßen unter dieser Maske mit diesem Knoblauch-Dings. Mir drehen die Augen. Du kannst deine Maske auch ruhig runternehmen, ne? Aber lass sie ruhig auf, dann muss ich das nicht ertragen. Aber wenigstens kommen die Vampire heute Nacht nicht zu mir. Willkommen, was wünschen Sie gerne für ein Design? Gar keins. Maurice, guck mal, wir haben hier, ne? Die sind eigentlich, ja, die sind schon lang, aber wir können natürlich auch die Naturals nehmen und dann kann ich dir noch eine kleine Maniküre machen, falls du das genügende Money hast, ja? Kostet 30 Euro dann, ne? Alles in einem. Ja. Sehr gut. Wieso bist du einfach schon rausgegangen? Ich hab dich gecallt und so on your cell phone und you were. Was willst du damit machen? Ich will, dass du mir das kaufst. Das chillige Haarschmuck. Ja. Das sind deine Wünsche oder was? Ja. Das, davon haben wir doch noch voll viel. Ja, ich möchte erstmal, dass du das hältst. Wow, so ein viel zu überteuerter Tee. Ist das überhaupt Tee? So einen Tee können wir nicht kochen, Maurice. Möchtest du mir das kaufen? Ja, aber wir können nicht kochen. Bla bla bla. Dann brauchst du die Teefilter. Nicht nur Instagram-Filter benutzen, sondern Teefilter. Ach so. Ja. Möchtest du den gleich trinken, den Ingwer-Shot? Das wird auch nie langweilig. Maurice. Und das hier. Willst du mir das alles kaufen? Och, das war echt nett. Möchtest du mir das kaufen? Das ist so asozial. Möchtest du mir das kaufen? Oh ja. Die hätte ich auch noch einmal gerne. Nimm noch gleich 5 Packungen davon. Wo soll ich das noch hin tun? Irgendeiner von uns beiden hat nämlich ganz schön Mundgeruch. Ey, hätte ich das da oben nicht hin tun können, hätte ich es gar nicht tragen können. 20 Euro, einfach so unnötig. 4 Euro für so eine dumme Kelle, Alter. Ich kann das mit meiner Hand machen, Mann. So, Maurice, aber du trägst die Tüte, oder? Ja, schön. Aber du trinkst noch deinen Ingwer-Shot, oder? Warum? Ey, Maurice, du weißt doch... Dass du das gerne magst, ja, das weiß mir ich. Mir brennt es jetzt immer noch hier, ne? Ich fühle mich auch ein bisschen schön angeschwitzt. Du liebst das, oder? I love it. Eigentlich, ne, müsste es mir ja schon richtig gut gehen, so viele, wie ich davon immer trinke, ne? Aber ich habe noch nichts davon gemerkt. Du hast 2 in deinem Leben getrunken. Nein, ich habe einmal einen ganzen Smoothie mit Ingwer getrunken von Ikea, weißt du das noch? Hättest du mal mehr getrunken, hättest du kein Corona bekommen. Das ist ja wirklich... Wir haben ja schöne Nägel, wie lange wollen Sie Nägel? Ja. Und erstmal deine Nägel vom bisschen Fett und so befreien. Gib mal her so eine Hand. Wenn du sie vom Fett befreien willst, dann solltest du mich loslassen. Oh! ich krieg Lachfleisch. Alter, French Nails. Kriege ich ein paar Pancakes? Das ist ein unglaublich ekliges Gefühl. Kann man als Mensch damit rumlaufen?
Oh, da kann man sich so darüber freuen. Wenn ihr sehen würdet, wie Maurice diese Kamera hält. So, sind Sie zufrieden mit dem Eck? Oh, das ballert, Alter. Alter, ich muss mal ein Foto machen. Ihr müsst sehen, wie Maurice die Kamera hält. So hält Maurice gerade die ganze Zeit. Oh ja, Kamera. Was soll ich denn machen? Okay, schreibt in die Kommentare, wer von uns beiden, Kim oder Maurice, mit solchen langen Fingernägeln 24 Stunden lang rumlaufen soll. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, dann drehen wir dieses Video. Und jetzt warten wir noch kurz, bis der Nagellack getrocknet ist. Und dann können wir auch schon mal raus Tischtennis spielen und wir müssen noch zur Post. Ah! Ey, man hat doch überall Angst, dass man sich das abbricht die ganze Zeit, oder nicht? Ey, als ich früher richtige Fake... Ey, wie nervig ist denn das? Wie kann man damit denn leben? Früher, als ich wirklich Fake... Ey, das ist ja richtig nervig, ne? Erstes Mal in meinem Leben, dass ich bereue, dass wir keinen Schuhanzieher haben. Oh mein Gott. Wie kann man damit leben? Leben! Ich schwöre, es ist so widerlich und ohne Spaß. Okay, let's go Tischtennis spielen. Ey, ich krieg nichts gegriffen! Ey, hast du alles im Griff? Ich krieg nichts gegriffen. Wir sind an der Tischtennisplatte angekommen. Bist du bereit für eine wilde Partie? Ich zieh dich trotzdem ab. Halt mal bitte den Tischtennisschläger. Okay, mach mal einmal deine Hand da drauf. Oh. It's a match. Ey, ich schwöre, du könntest als Pfeil in der Nacht arbeiten, ne? Zeig mal, wo ist Subway? Dort ist Subway. Man könnte, es leuchtet einfach in der Nacht. Und du könntest als Säge arbeiten. Wieso, als Säge? Als Nervensäge. Witzig. Okay, ready to rumble. Wir wollten eigentlich die Briefe wegbringen, aber original, boah, meine Hand ist so eingefroren, ich kalte mich aus. Ich bin sehr froh, dass wir das nicht machen. Schade, eigentlich hättest du das machen müssen. Wie kann man damit leben? Ey, steck dir mal einen TikTok, hol mal einen TikTok damit mir raus. Mich hat hier die ganze Zeit gejuckt. In deinem Arsch? Ich konnte nichts machen. Also, ich bin echt froh, dass dieses Video zu Ende ist. Du musst erstmal ein bisschen das unter heißes Wasser halten, dann kannst du es vielleicht, kriegst du es vielleicht ab. Du hast gesagt, ich krieg's auf jeden Fall ab. Ja, damit du es dir erstmal drauf machst. Okay, also Leute. Das wird erstmal so schnell nichts. Abonniert den Kanal, bis zum nächsten Mal. Und in der nächsten Folge. Deswegen werde ich heute noch ich sagen. Ich möchte heute ganz viele leckere Sachen essen. Mini-Croissants. Ich will so Mini-Croissants auf jeden Fall. Mit Creme Brûlée. Vorbereitet. Wow, what is this? Also nichts, was liefert auf jeden Man Fall. Man kann sich nicht mal Krebs liefern lassen.